Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, und heute hier am Donnerstag starten wir natürlich direkt hier mit unserem Düngerstreuer, den wir gestern noch hergefahren haben, dass der hier noch das letzte Feld düngt. Und wir müssen uns heute mehr um unseren Mais kümmern. Hoffe ich mal, dass wir dazu kommen, dass wir nicht auch irgendwelche anderen Helfer bedienen müssen. Erstmal brauchen wir natürlich falsche Richtung, wir brauchen einen LKW. Der steht ja auch noch voll auf dem Feld rum. Beziehungsweise ohne Hänger auf dem Feld rum. Der Hänger steht hier so einsam und verlassen rum. Können wir erstmal auskippen fahren. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, wenn der Häcksler-Helfer so lange im Leerlauf steht. Ich meine, ich glaube, solange wie der Häcksler an ist, müssen wir den Helfer bezahlen, ne? Was wir natürlich gestern in der Folge überhaupt nicht gemacht haben, mal irgendwie nach dem Geld geguckt. Das heißt, gucken müssen wir ja nicht nach dem Geld. Na, hier ein Tempomat wieder hochstellen. Nach dem Geld geguckt, ob man irgendwo, ob sich mal was getan hat, dass wir was verkaufen können. Das mehr oder weniger, meine gut. Ja, wie gesagt, den Raps könnten wir verkaufen, 1500, aber. Ich bin der Meinung, dass wir schon auch mehr gekriegt haben für den Raps. Und Hafer technisch 709. Bei der Hälfte von dem, was wir schon bekommen haben. Wird man auch hochgeschoben. Da hängen wir uns halt dann bestimmt auf. Ach, dann müssen wir noch ein bisschen was hier ordentlich reinkippen. Dann denke ich mal, werden wir auch noch mal mit unseren Aufschieber schieben müssen, obwohl wir den hier fast so mehr oder weniger, will nicht sagen, vom sonst geliehen haben, aber ja, der steht ganz schön viel rum. Na, er kann ja leider nicht alleine fahren. Ja, die Überlegung ist natürlich, vielleicht war es doch gar nicht so schlau, hier den Erntereifen meist zuerst zu häckseln. Vielleicht hätten wir doch den grünen erst häckseln sollen, weil den könnten wir dann, wenn die Silos voll wehr rennen, den könnten wir ja platt fischen. Wäre natürlich auch eine Überlegung, aber ja, wie gesagt. Ich hoffe mal, dass wir das alles in die Silos reinkriegen. Also wenn wir das beim ersten Versuch schaffen würden, wäre auch günstiger. Ja, es geht eigentlich so rum, es ist zwar ein bisschen Rangiererei mit dem Umkoppeln, aber ich glaube, es ist besser, als wenn wir da permanent nebenher fahren. Weil die Zeit des Abfahrens, was wir jetzt machen, den vollen Hänger wegschaffen, die blieb ja dann immer noch. Ich denke mal, wir sind so rum schon schneller, wenn jetzt der Häcksler, na, kostet das Umkoppeln auch Zeit. Aber den Rest fährt er ja dann alleine.
Ja, komm, kipp aus. Genau. Also die lassen sich wunderbar nach oben kippen, die Hänger, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte fast meinen, besser als wie das wir schon mit dem Trecker gemacht haben. So, jetzt sind wir wahrscheinlich schneller wie unser Häcksler, oder? Wie sehe ich die Sache? Die Preise, das ist wirklich keine zweite Verkaufsstelle gibt irgendwo. Ich weiß nicht, ob das so, mir kommt das so vor, als ob das immer weniger wird. Wie gesagt, von Hafer haben wir schon mal 1300 bekommen hier auf der Karte. 1516 von Raps, meine, das ist noch, könnte mehr geben, sag ich mal. Auch für den Mais 999. Ich weiß nicht so recht. Wir würden ihn drin haben. Ah, passt noch ein bisschen was. Machen wir erstmal was anderes. Ja, der will auch schon wieder fertig sein. Könnte man fast meinen, hier ein Mini-Ran steht ja noch an der Seite. Und unten das Vorgewände, was wir gesagt hatten. So, dann können wir ja bestimmt auch nach unserem Drescher gucken. Der müsste doch auch bald voll sein. Der ist schon voll. Blinkt er noch? Ich würde sagen, er steht schon. So, wenn wir natürlich hier die ganze Feldarbeit durch haben, denke ich mal, da kommen wir dann auch bei den zwei Helfern hinterher. Denn da oben, eigentlich vermute ich mal, wird sich bald wieder die Sämaschine melden. Jawohl, die kann bestimmt noch ein paar fahren. Hoffe ich mal, sonst wird ja das, was wir an Dünger und Saatgut hingestellt haben, überhaupt nicht reichen. Fahren wir mal einfach noch die Reihe runter. Das ist mal gesehen, dass ja auch nicht ordentlich gedreht wurde. Dann geht es hier zurück zum Hof, der muss sauber gemacht werden. Der kann erstmal auch wieder eingelagert werden, denn ja. Wir müssen erstmal auch wieder was drauf kriechen aufs Feld. Ich meine, es ist da, dort wo der Mais steht, das muss sogar gepflügt werden, ist ja klar. Denn hier unten Feld 1, was wir jetzt dreschen, ich weiß nicht, ob danach was ansteht, was machen müssen oder ob wir so ansehen können. Also Drescher steht, wie wir sehen. So, und dann ja, braucht man ja erst wieder, wenn oben, wo unsere Sämaschine läuft, geht zu schnell, wenn dort eine Erwachsenenstufe kommt. Also sauber gemacht werden kann der schon mal. Dann stellen wir ebenfalls mit an die Werkstatt hin, muss bestimmt auch repariert werden. Und zu allen Übeln muss er auch aufgefüllt werden. Das ist so das größte Übel an der ganzen Sache. Weil, da wird ein bisschen was reingehen.
So, Häcksler ist ebenfalls voll, so wie das aussah, eben beim Durchschalten. Ich weiß nicht, wie viele Ladungen wir noch kriegen, aber hier da oben, das Umsetzen hat ja bestens funktioniert, so wie man angesetzt hat. Wir sehen, es ist nichts stehen geblieben und nichts nacharbeiten. So, der kann hier leer machen. Häcksler steht dort oben, tauschen wir den Hänger wieder aus. Weise. Also würde ich mal sagen, unser Silo füllt sich schon relativ gut. Wir haben schon 2,1 Millionen drin. Ich hoffe mal, wenn wir das alles verkauft haben, dass wir vielleicht sogar schuldenfrei sind. Aber ich glaube, das ist Wunschdenken. So, da müsste er wenigstens mit seinen Hänger wieder fast ein bisschen runterkommen. Lassen wir einfach erstmal hier stehen. Dann gucken wir mal, dass wir den hier repariert, sauber und aufgefüllt kriegen. Wenn ich unseren Kontostand angucke, wird er immer leerer. Eigentlich müssen wir zwischendurch mal hier so eine Ladung Raps verkaufen, aber so richtig fällt mir das eigentlich nicht. Aber meine Hut, der Raps bei 1500 noch irgendwo ja, geht noch. Mach mal am besten auch mit den großen Hänger, mit den 79.000, so dass wir da richtig wieder Polster haben auf dem Konto. Spritze ab, Bäcker reparieren können. Da war es nicht so dolle, dass wir hätten reparieren müssen. Die ist natürlich fast ganz kaputt. Ja, die werden ebenfalls aufgefüllt. Dann kann der hier stehen bleiben.
Exler fährt noch. Ich weiß nicht, ob der Treasure bis runter durchkommt. Das werden wir erleben. Gut, er ist erst halb voll. Also müsste er dann wieder hochwärts stehen bleiben. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und wie viel hat der Häcksler drin? Achso, hier, der ist auch aufgefüllt. Werden wir den auch mal noch schnell sauber machen. So, fangen wir natürlich wieder mit dem Gewicht an. So, und dann noch ein Düngerstreuer. Ja, also auch zur Hälfte kaputt von ein bisschen Arbeit. Ich finde diesen Verschleiß, ja, ist nicht schlecht, dass es den gibt. Alles richtig, meine Geräte haben Verschleiß. Ohne Diskussion, aber ja, vielleicht ein Touch übertrieben und dann ist schon ganz schön nervend, dass man alles so einzeln reparieren muss. So, und da ist die Nachricht, dass der Tank leer ist. Natürlich unsere Seemaschine. Saatgut ebenfalls wieder leer. Wow, ja, ich denke mal, dass die 10.000, die wir da geholt haben, die reichen gar nicht. Wenn ich mir das so angucke. Die füllen mir mindestens noch zweimal auf. Man merkt, eine 10.000 drin müsste ja für dreimal auffüllen reichen. Es ist jetzt so, dass wir einmal aufgefüllt haben. Und gehen da, glaube ich, maximal 3.000 rein. Ne? Also wir brauchen nichts drücken. Er füllt automatisch auf, wenn man drunter fährt. Obwohl, und da steht L3 Seemaschine auffüllen, ja nichts gemacht. Das läuft auch so raus. Natürlich gefährlich, wenn man mit der anderen Hänger einfach drunter durchfährt. Ne? Also die 10.000 Dünger würden schon mal für 5 Ladungen reichen. Mein Saatgut nehmen wir, glaube ich, 3.000 auf, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber da müssten ja jetzt dann auch noch, wenn wir beide mal 3.000 rausnehmen, noch 6.000 drin sein. Ne, Quatsch, noch 4.000 drin sein. 6.000 sind raus. Ah, wird es nicht ganz reichen, denke ich mal. So, Deckel kann trotz. Lassen wir den hier zurück, dann wird auch unser Treasure wieder, nicht der Treasure, unser Häcksler wieder den Hänger voll haben. Das war der Froschenhals hier. So, dann werden wir die Helfer wieder losschicken. Und dann werden wir morgen weitermachen. Hier schon mal ausklappen.
Ja, wenn wir hier auf der Karte gucken. Ja, zwei Seemaschinen voll. Ich glaube, die Hälfte haben wir noch nicht, obwohl das von täuschen kann. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Häcksler steht, das sehe ich schon. Also das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin, tschüss.